Dann kam der Tag, als ich echt Scheiße baute. Ich musste dem Alten versprechen, nachts nicht rauszugehen. Aber am Tag jagten wir nur. Ich wollte nur einen Weg nach Hause finden. Aber ich habe diese Freaks genau zu unserer Haustür geführt. Und dann ging die Scheiße richtig den Bach runter. Du bringst sie her. Du machst sie wieder weg. Tut mir leid. Helfen Sie mir doch. Ich sollte dich wegmachen. Nicht, dass wir ihn ins Grab bringen, weil er war ja tot. Am Ende der... Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, was für eine Episode das war, wo dann nur Dummer da waren. Nur einer von denen durchkommt. Ich weiß! Geben Sie mir Deckung! Deckel deinen Mund. Ich geb dir Deckung. Schon. Lol, das Level-Design, Alter. In der Tod, nächster fällt runter. Hä? Nein? Das ist doch hier unser Versteck, oder nicht? Ich muss doch das hier beschützen, oder nicht? Ach, da kommen sie schon. Ja, bevor ich meine ganze Munition weghaue, würde ich mal sagen, einmal, ne? Hat er gerade echt gegen den Stein geschossen? Ah, gut. Nice. Verschwende keine Kugel, Groschka. Würde sie umbringen, mir welche abzugeben? Sie haben genug. Ich mache dies schon lange Zeit. Mehr Erfahrung, mehr Kugeln. Mehr Kuhmist, meinen Sie? Hallo, ich habe mehr Kugeln als er. Hey, wo kommst du denn her? Okay, jetzt hätte ich die alle one. Verstehe ich nicht. Na, komm her. Okay, ist aber ein bisschen einfacher, als ich dachte. Also im Moment natürlich, ne? Also, habe ich überhaupt gesagt, willkommen zurück überhaupt zu Resident Evil Revelations 2? Ich glaube nicht, ne? Naja, ihr wisst ja Bescheid. Na toll, sie kommen wieder. Warum will er nicht tot bleiben? Geht doch. War schon der letzte? Sind wir jetzt sicher? Jetzt, es kommen noch mehr. Wir müssen bewegen, während Chance haben. Okay. Ist doch was bewegen? Ich habe weiter hinten Waffe versteckt. Riskant, aber wir müssen sie holen. In dieser Gasse werden wir nicht lange durchhalten. Richtig. Also schnell rein, schnell raus. Sammeln Sie die Waffe rechtzeitig ein. Was? Da, Vollgas! Keine Zeit für euch. Oh, gut, da ist nichts. Gut, das heißt, brauchen wir gar nicht jetzt lang gehen. Naja, komm her. Reicht das für dich schon? Oder schießt du wieder auf? Ach, reicht gut. Top. So, mal hier rum. Aufsammeln, dankeschön. So, mal nochmal hier hoch. Wo ist denn die? Wo hat er die denn versteckt? Platz. Noch so ein Ding. Oh. Nice. Wow. Der doch, er ist schon tot. Lol, one hit. Nice. Und ich habe erst noch Munition verschwendet.
Okay, okay, ich renne mal kurz da rum und hole mir mal schnell die andere Munition. Weil ich weiß, bei Resident Evil Spiel habe ich immer noch eine Minute zum Schuss übrig. Warum auch immer. Ich glaube, ich bin einfach zu fast dafür. So fühle ich mich immer, wenn ich morgens aufstehe. Ich kann gleich wieder umfallen. Normaler Morgen für mich. Ja, eindeutig ein Morgen für mich. Richtige, das ist ein richtiger Morgen, Mensch. Ich glaube, das war der letzte. Oh, bist du jetzt weg? Alter! Abwarten und sicherstellen. Magst du meine Spezialwaffe? Benutze sie weise. Scheiß auf Troschenlampe! Und jetzt? Nee, das war auch nur Schrot. Ach so. Oh. Ja, denn natürlich. Brauch nicht zwei Waffen, die dieselbe Art von Munition verschwenden. Lass mal herkommen, Digga. Was soll ich denn jetzt machen? Na, das wäre Verschwendung gewesen. Scheiße, da sind mehr unter uns. Schaltet sie aus. In Ordnung so? Hey, lol. Sie kommen von beiden Seiten. Weniger reden, mehr aufpassen. Nein, abknallen. Wow. Super, mein Punch. Hat er sich gerade geärgert, weil der andere so einen coolen Move gemacht hat und der nicht? So, das fasse ich nicht mehr auf. Wow! Bam! Achso. Bitch! Will das keiner beiseite schieben, damit ich hoch, damit er jemand hochkommt? Nein? Okay. Wollte ich nur gefragt haben. Geht doch. Hab. Ich muss gerade sagen, ihr Outfit ist echt cool. Sieht echt sehr stylisch aus. Wow! Bam! Peng, 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 peng. Hey! Äußerst widerlich. Na, komm mal her, bra. Hä? Im Raid-Modus explodieren die Dinge. Fick dich! Nice! Bitte! Ja, das waren zwei. Wow, nein! Oh nein. Nein. Ich glaube, das ist mein erster Tod. Tut das so, als wenn er reden würde gerade? Das sah gerade so aus. Oh mein Gott. Wow. Oh mein Gott. Bleib wachsam. War der irgendwie schwächer als andere? Ich will mal kurz gucken, ob ich noch irgendwas gesehen habe. Vielleicht Munition oder so auf dem Weg. Na, dann sollte er besser zum Mitnehmen bestellen. Ah. Oh, schade, weiter kommen wir nicht zurück, verdammt. Können wir spawn-trappen? Das war gerade echt peinlich. Ich glaube, mit der Munition ist doch so ein bisschen problematisch. Ich dachte, ich hätte genug. Hier.
Na, komm mal ein bisschen mit hier. Ich habe für euch noch ein kleines, schönes Fässchen. Ja, Mann, nice. Schießt zwar auf den Kopf, wo das nichts bringt, aber hey. Er versucht es wenigstens, im Gegensatz zu manchen anderen KI-Kollegen hier in Resident Evil. Fast geschafft. Fast? Oh, scheiße, ist ja gerade mal die Hälfte. Nein, ich habe ihn gehört. Ich habe ihn gehört. Wow. Komm, die ist immer unsterblich, oder? Wow. Lebensregenerationskraft, aktiviere dich! Lebensregenerationskraft, wo bist du? Naja, ich glaube, das wird nichts mehr. Nice. Oh, zwei Kugeln. Ich glaube, es ist vorbei. Was dabei gedacht? Du willst alles kaputt machen, wofür wir arbeiten. Du gehst niemals nach Hause. Der alte Mann war angepisst. Zu Recht, ich habe uns fast um unseren Unterschlupf gebracht. Er sagte mir, ich solle den Tatsachen ins Auge sehen. Mich aufs Überleben konzentrieren. Ich hätte auf ihn hören sollen. Ich habe mir geschworen, mich zu bessern. Härter zu arbeiten. Solange die Insel stärker als ich war, würde es kein Entkommen geben. Okay, dann mache ich hier wieder einen Cut rein. Sehen wir uns in der nächsten Episode. Also im nächsten Kapitel von der Episode. Also bis nachher. Und ja, auf Wiedersehen kurz, ne? Bis gleich. Es war etwa 6 Monate nach dem Turmeinsturz, als eine neue Art Monster auftauchte. Was es auch war, es begann, das Wild auf der Insel zu dezimieren. Nicht gut für unsere in der Scheiße stecken Einstufung. Der alte Mann meinte, wir müssten mehr jagen. Besser hamstern, als alles brennen zu sehen, nicht? Denk dran, zurück vor Sonnenuntergang. Insel wird gefährlicher. Das lässt uns nicht viel Zeit. Wenn du hast, was du brauchst, triff mich bei dem Hang zum Wald. Ich beobachte die Situation von oben. Sei vorsichtig, Groschka. Ja, ja, sie auch. Okay, weiter geht's. Noch einer von diesen Ärschen? Du darfst nicht von ihm gesehen werden. Aber was, wenn doch? Dann tot. Lauf. Auf einen Fall zu kämpfen. Okay. Sie haben mich gesehen! Achso, es hat mich gesehen, okay. Ey, ja, ich renn schon. Wow! Wow! Wo kam es auf einmal her? Bin tot. Scheiße! Scheiße! Wir können nicht hier bleiben. Lauf! Glück, 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 Glück! Was? Zeit abgelaufen? Was? Ein Sack verloren. Cool. Muss ich durch dieses Ding durchlaufen? Also durch diese ganze Umgebung hier, oder wie ist das?
Noch einer von diesen Ärschen? Du darfst nicht von ihm gesehen werden. Okay, aber was wenn doch? Lauf! Versuch auf keinen Fall zu kämpfen. Okay. Warum eigentlich nicht? Die kann ich doch... Easy Stealth killen. WTF! Viva, willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil Revelations. Oh. Nice. 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 Ich hasse dieses Zeug, was ich gerade habe. Die Episode, die ich gerade spiele, hasse ich gerade. Muss denn kommen. Nice. Okay, ich kann die vier schon mal Stealth killen, das ist top. Da wird mich das andere Vieh wirklich nur um eine Ecke gesehen haben. Okay, das Vieh hier unten kann ich ja ignorieren. Das rennt ja noch am Strand lang, da muss ich auch nicht unbedingt lang. Ich muss unbedingt Munition. Scheiße, geht's Ihnen schlechter? Brauchen Sie Wasser? Sparwasser für Waschen aus. Nice. Ich muss auf jeden Fall nachher unbedingt wissen, wo ich hin muss, falls ich entdeckt werde. Na gut, vielleicht ist ja hier was am Strand. Ich bring's einfach mal um. Was? 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 Was zum Fick, Alter? Scheiße, hier ist nix. Warum muss ich denn jetzt unbedingt raus, Alter? Wow. Ich glaube, ich weiß warum. Renn! Warum hörst du auf zu rennen? Achso, du kannst nicht mehr. Toll. Toll. Okay. Das sollte uns absichern. Gehen wir zurück. Scheiße. Zwischen den Vorräten fand ich ein Dokument. Eine Liste der Inselbewohner, die in der Mine zu Testobjekten gemacht wurden. Als der alte Mann sie sah, wurde er kreidebleich im Gesicht. Irena, flüsterte er. Es war einer der Namen auf der Liste. Später erfuhr ich, dass Irena seine vermisste Tochter war. WTF. Okay, das habe ich gerade verkackt, dieses Kapitel. Das habe ich definitiv verkackt. Gucken wir mal, wie es wird, wenn es weitergeht. Verdammte Scheiße.